Alles ist startklar. Und die Pferde sind auf der Reise für das zweite Rennen des Tages. Preis vom Autohaus Lucien van der Meulen. Damour hatte gleich den besten Start, übernimmt sofort das Kommando. Elusive Army an der Innenseite in zweiter Position. Außen sehen wir Winnemark und Atlanita zunächst einmal am Ende des Feldes. So geht es die Gegenseite hinunter in Richtung des Schlussbogens. Damour bei nicht allzu schneller Fahrt zeigt den Weg, führt vor an der Außenseite Winnemark, innen ist es dann Elusive Army und Atlanita am Ende des Feldes. So galoppieren die vier Ladies durch den Schlussbogen bereits hindurch. Damour an der Innenseite in den Röttgener Farben führt, dahinter Winnemark, an der Innenseite Elusive Army und außen davon ist es Atlanita. Es geht in Richtung des Einlaufes, 500 Meter sind das dann noch. Damour spürt den Atem von außen Winnemark, dahinter Elusive Army an der Innenseite und außen wird Atlanita in die Partie gebracht. Damour legt an der Spitze zunächst einmal zu, Elusive Army an der Innenseite versucht sich die Passage zu suchen, außen kommt Atlanita auf Touren, aber Damour marschiert vor Atlanita an der Außenseite, die setzt aber nach, dahinter ist es Elusive Army, dann Winnemark, Damour marschiert vor Atlanita, Elusive Army an der Innenseite, aber Damour, sie wird ihren Trainingseindrücken gerecht und sie gewinnt beim Lebensdebüt in richtig guter Manier, Damour gewinnt dahinter Atlanita und dann Winnemark vor Elusive Army. Der vorläufige Einlauf für das zweite Rennen des Tages, Preis vom Autohaus Lucien van der Meulen. Erfolgreich war die Programm Nummer 2, Damour mit Andreas Helfenbein. Zweites Pferd war die 1, Atlanita mit Cohn Clemens und auf Platz 3 war es die 4, Winnemark mit Daniele Porcu. Vorläufig heißt das 2, 1 und die 4.